In wenigen Wochen geht er wieder los, der Mopo-Teamstaffellauf. Wir wollen euch ein paar hilfreiche Tipps mit an die Hand geben, wie ihr euch darauf am besten vorbereitet. Und deshalb habe ich mir Laufcoach Oliver von der AOK an die Seite geholt. Er wird uns alles verraten, was es zu beachten gibt. Oliver, ich bin jetzt quasi noch nicht im Training, fange bei Null an und will jetzt die letzten Wochen noch mal richtig nutzen, um mich auf die 5 Kilometer vorzubereiten. Wie gehe ich das Ganze am besten an? Vollkommen untrainiert. Dann sind die 5 Kilometer am Stück zu laufen echt eine Herausforderung. Starte wirklich moderat. Heißt, wenn du jetzt anfängst zu trainieren, dann trainierst du in Intervallen. Das heißt, du läufst ein Stück und dann gehst du wieder ein Stück. Ruhig auch zügig. Und so wirst du dann über die Wochen dich nach und nach an längere Belastungen gewöhnen, dann vielleicht mal nach 2, 3 Wochen auch 2 Kilometer am Stück laufen können und steigerst dich dann im besten Falle am Ende auch wirklich auf 5 Kilometer durchlaufen. Ruhiges Tempo, mäßiges Tempo und kommst mit Sicherheit dahin, auch die 5 Kilometer am Ende zu laufen. Dann kommt es natürlich bestimmt auch darauf an, wie laufe ich denn richtig, auf die richtige Lauftechnik. Was hast du da für Tipps? Okay, ich glaube, das ist am besten, wenn wir es in Bewegung machen. Ja, können wir auch machen. Dann lass Sehr uns gerne. Mal starten. Dann laufen wir doch los. Genau, lass uns langsam starten. Eine wichtige Voraussetzung, finde ich, ist aufrecht zu laufen. Okay. Das heißt, nimm dir dein Brustbein und richte dich auf, sodass du nicht hier unten gebeugt läufst, sondern dich groß machst. Genau, stolz. Ja. Kennen wir aus der ganzen Gymnastikgeschichte auch so. Das hilft, weil dann sämtliche Gelenke auch erstmal ganz gut sortiert sind. Mhm. Und was mache ich mit den Beinen und Füßen? Die Füße koordinieren sich über die Arme. Der Takt, den deine Arme vorgeben, den machen deine Beine mit. Und damit hast du schon mal die Frequenz, mit der du unterwegs bist. Rolle ich mit der Ferse ab oder ist es besser, vorne aufzukommen? Auf dem Vorfuß zu landen ist sehr anstrengend, gerade für die Wadenmuskulatur. Die meisten Hobbyläufer setzen die Ferse auf, aber okay. Im Prinzip darfst du da den Fuß so aufsetzen, wie es dir gerade beliebt. Wie ich möchte. Man denkt bei Laufen ja immer an, wir müssen viel unterwegs sein, aber wichtig für ein gutes Laufen, eine gute Lauftechnik ist Stabilität. Stabilität im Rumpf, das heißt, ich brauche Tiefenstabilität an der wirbelsäulennahen Muskulatur und das können wir jetzt auch üben. Genau. Okay. Wir fangen an mit einem Unterarmstütz. Den kennst du vielleicht. Den kenne ich. Also Oberkörper auf die Unterarme. Dabei sind die Ellbogen unter der Schulter. Füße stehen auf. Das ist die Vorderseite. Das merkst du, glaube ich, auch. Ich merke also Bauch und Vorderoberschenkel. Dann lass uns mal auf die rückwärtige Muskulatur. Jetzt bist du bei Gesäß. Genau, in Unterarmstütz drücke ich wirklich aus den Schultern hoch. Aber es muss nicht eine Linie sein? Nee, muss nicht eine Linie sein. Okay. Erstmal. Wichtig ist nur, dass du die Fersen auf den Boden setzt, weil dadurch hast du jetzt einen Zug, der ist dann hinten am Oberschenkel auch noch zu spüren. Und damit hast du die Rückseite. Ich kann nicht mehr, Oliver. Okay. Aber ich hab's verstanden. Einen letzten Punkt habe ich noch, und zwar das richtige Outfit bzw. vor allem die richtigen Schuhe. Darauf kommt es ja auch an beim Laufen. Ja. Was kannst du empfehlen? Es gibt verschiedene Modelle, je nachdem, welchen Laufstil du hast, je nachdem, wie stabil auch deine Füße und Fußgelenke sind, wende dich an die Fachleute mit Laufberatung, also Sportfachgeschäfte. Die schauen sich deinen Laufstil an und können dazu entsprechend dir verschiedene Modelle auch zeigen. Und dann kannst du sagen, ja, das ist mein Schuh, da fühle ich mich drin wohl und darin bin ich stabil. Ich mache mich dann jetzt auf den Weg zum richtigen Laufschuh und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Vielen Dank. Super, bis dann. Ich bin bei Stadium in der Mönckebergstraße angekommen. Bei mir ist Paddy. Paddy, du bist der Experte für Laufschuhe und ich brauche auf jeden Fall neue. Deswegen, was musst du von mir wissen? In erster Linie muss ich wissen, wie weit du läufst, wo du läufst und wie oft du das Ganze machen möchtest. Ich laufe jetzt 5 Kilometer bei Mopo Teamstaffellauf auf Stadtparkwegen und habe mir jetzt vorgenommen, 2 bis 3 Mal die Woche zu trainieren. Klingt gut. Dann lass uns mal aufs Laufband. Dann schauen wir mal, wie es aussieht bei dir. Also für mich ist jetzt nochmal wichtig zu sehen, wie du abrollst, was auch sehr wichtig ist. Und damit ich sehe, ob du mehr über die Ferse abrollst oder ob du auf dem Vorderfuß läufst. Hier sehen wir auf jeden Fall das, was ich auch da auf dem Abdruck schon als erstes gesehen hatte, was sich angedeutet hat, dass du hier in dem Bereich ein bisschen überkippst. Das heißt, du hast den inneren Bereich sehr stark belastet. Das spricht für mich auf jeden Fall für einen Schuh, der eine Stütze hat. Du sagst mir nur, welche Größe und ich hole dir dann mal ein paar zur Auswahl. 39. Geh die Luzi. Das ist auf jeden Fall eine gute Unterstützung. Das merkst du. Ja. Ja. Also ich behalte den, ich bin richtig. Da sehr glücklich mit, fühlt das sich gut an. Ich bedanke mich bei dir und laufe los. Sehr gerne. Viel Spaß. Vielen Dank. Mach's Danke. Gut. Tschüss. Tschüss.
So, meine alten Schuhe haben ausgedient. Ab damit in die Tonne. Ich gehe jetzt mit meinen neuen Laufschuhen fleißig trainieren und verweise schon mal auf das nächste Video. Denn dort versorgen wir euch mit Tipps und Tricks rund um den Mopo-Teamstaffellauf selbst. Bis dahin!